Ja, kannst mich doch ausreden. Endlich, Gott sei Dank. Meine Frage ist folgende jetzt. Ich bin doch die ganze Zeit bei Paulus. Armia hat versucht abzulenken Ja, von Paulus. Der geht jetzt zu Abraham. das kann doch einfach nicht sein. Guck Warte. mal, da geht es Boah, zu Digga, Abraham. warte noch. Das heißt, Guck mal, ich kann warte nicht noch mal, mal das ist zuhören. Mose. Das Der ist kann unter nicht Mose. mal Warte noch, zuhören, dann dieser sagt Typ. Abraham. Der Der kann ist nicht mal komplett zuhören, der daneben. Der fix ist und komplett daneben. fertige Ja, Abraham, warte sagt noch auf einmal. einfach. Obwohl mein Bruder gesagt hat, Mose, ist das ein Ja, egal fertiger wer, Typ? ich rede aber von Ist Paulus immer das noch. ein fertiger Ich Typ, rede ist immer das? noch von Paulus. Habt ihr das gesehen? Der Junge, ist nicht mal so fähig, lenkt ihr schon einmal wieder ab. zuzuhören. Geh Nicht erstmal mal relaxen. einmal So in lenkt seinem ihr ab. Leben. Geh ganz Digga, darf normal. ich die Nicht Frage lesen mal oder nicht? einmal, Ganz normal relaxen. Danny, Ist das trinke so schlimm? deine Habt ihr Vitamine so zu eine dir Angst vor nehmen Joker, und dass ich dann nicht mal eine ist Frage das stellen kann? ein Ein kaputter bisschen Typ. Sport Mach dann machen, diese so ein Vitamine Digga. zu dir nehmen, bisschen grüner Tee trinken und dann, wenn du ein bisschen gestärkt bist, dann komm nochmal und dann können wir weiterreden. Aber Ja, so wie in diesem geistigen Zustand bist du das nicht in der kann doch Lage. nicht wahr sein. Nicht mal ein Satz hat er hinbekommen. Der ist blockiert. Der kann gar nicht zuhören. Hallo? Nicht mal einen Satz. Nein, der kann nicht mal Hallo? ein Wort aufnehmen. Der kann noch nicht mal einmal Ja. das Wort Mose aufnehmen. Ich war gerade schockiert. Ich war gerade echt schockiert. Du redest Weil von er nicht Mose, der zuhören kommt kann. mit Abraham. Ja, der will ja nicht zuhören. Bist du Der will Moslem? nur seinen Schrott Ja, widersprüchelt, Alhamdulillah. damit er die Leute Dings macht, Zweifel einhegt in den Glauben. Er will nicht lernen, der will nicht die Sachen geklärt wissen. Amir. Ja. Wie findest du mein Profilbild? Hast du mich als Profilbild genommen? Das sind deine Predigersets. Ach so, wie alt bist du? Du bist 16. Du musst aufpassen, denn sonst wird dein Stream gesperrt. Ist er 16? Ja, höre ich schon raus. Tschüss, ich mache mich schon von Acker. Ja, das ist einfach kein normales Verhalten hier. Das ist die ganze Zeit, weiß ich Ja, auch du bist ja auf TikTok, ne? Auf TikTok tummelt sich alles Mögliche rum, nicht. ne? Alles ist hier. Alles ist hier. Ja, aber es ist das Spiegelbild der Christenheit, der Gesellschaft. Das ist nicht traurig, aber es ist so. Hallo? Namt, Brüder, im Namen, ach, im Namen des Herrn. Oh, Amen. Shalom, bist grüß dich. um was Nicht geht es mal denn heute? einen Satz. Nicht mal einen Satz hat er hingekriegt. Das ist für mich so traurig. Ich wollte noch was sagen. Hier werden langsam mehr Muslime zum Christen als andersrum. So sieht's aus. Links und rechts verlassen die Muslime den Islam. Meine Freundin ist oder meine zukünftige Frau ist auch noch zurzeit Muslimin, hat sie aber entschieden, jetzt Christin zu werden. Also muss wiedergeboren werden. Das nützt nicht, einfach mal so ein bisschen Religionswechsel zu machen. Nein, So was nein, machen wir nicht. sie spricht mit dem Pastor. Sie Ja. auch. Nein, sie muss die Bibel lesen und wiedergeboren werden, vor Ja. allen Dingen das Neue Testament. Das mit Pastor sprechen und so weiter, das nützt nichts. Der Ja, Pastor, ach, das ist alles Ablenkung. nee, sie kriegt ja meine Bibel. Ich gebe ihr Ja. meine, dass sie Ja. lesen können. Ja. Nur, Sag ihr, du wie sollst gesagt. Johannes 3, Vers 3 lesen und folgende Verse. Und sie soll von neuem geboren werden, dass sie eben ihr altes Leben abstirbt vor dem Herrn Jesus Christus Ja. und ihr Leben dem Herrn komplett übergibt und nichts zurücklässt, nichts zurückbehält. Alles absterben, sich selbst die Sünde, sich selbst verleugnet, vor dem Herrn schmeißen in den Dreck, dass sie Dreck Okay. ist vor Gott. Und dass sie ihr Leben lang nur Dreck gemacht hat. Ja. Und Okay, dann, aber wenn sie sie war richtig so demütigt, religiös. 100% demütigt vor dem Herrn Jesus Christus und nicht einfach, ja Gott, ich komme jetzt zu dir. Nein, nicht Gott, ich komme zu dir. Herr Jesus, vergebe mir meine Sünden, denn ich habe mein ganzes Leben lang alleine gegen dich gesündigt. Okay. Und nicht einfach Gott, ja, vergib mir, nicht Gott, Herr Jesus. Ja. An den Aber ich Messias kenne also. so viele Leute mit Gott, Gott, Gott. Ist denn der Herr Jesus Christus Gott für dich? Jesus Christus ist der Messias, aber Gott ist immer so ein Problem Ja, weg mit dem, komm, komm, komm. in meinem Glauben an In Gott. deinem Glauben, ja, ist gut, komm, weg. Das Weil er kann nicht wird wahr sein. Die sind alle verloren, die sind alle verloren.
Was hat er gesagt? Was nochmal? Nein, der verleugnet die Gottheit. Weg mit ihm. Ich habe verleugnet. Das ist diese sogenannte Laodicea. 99,9% gehen alle verloren. Wenn nicht sogar 100% von der ganzen Laodicea. Ich habe bis jetzt nicht einmal geschafft, einen aus der Laodicea zur Wiedergeburt zu bringen. Ich habe es geschafft, einen Atheisten zum Herrn zu bringen, einen Moslem zum Herrn zu bringen, aber nicht einen einzigen Laodicea. Das ist Wahnsinn, was da los ist. Du musst nur zwei Sätze ein bisschen tiefer bohren, da kommt der ganze Schlamm hoch. Ja. Bruder Reza, du kannst es ja nochmal ganz kurz ansprechen, weil jetzt sind ja 400 Leute hier drin, weil das wäre gut. Ja, weil die sagen ja, dass du gesagt hast, dass der Heilige Geist sündigt und Wer dass du sagt dann das? nochmal, Ach ja, so, diese ja, Puppe das hat hat. dieses Teufelskind gesagt, aber die ist ja unwichtig. Ja. Ja, diese ganzen Teufelsleute, die halt versuchen, mich zu verleumden in der Öffentlichkeit. Ja. Dabei wissen sie ja ganz genau, was ich die ganze, ich bin ja die ganze Zeit in der Öffentlichkeit. Alles, was ich sage, ist öffentlich. Und wenn da jemand hingeht und trotzdem so einen Blödsinn über mich erzählt, dann hat er erstmal, entweder hat er einen Hirnriss, das ist geisteskrank, oder er ist von der Gegenseite, vom Satan geschickt, um So. Schaden anzurichten, um zu verleumden. So einfach ist es. Es gibt nur diese zwei Varianten. Das ist so, als wenn ich sagen würde, Amir ist für Islam. Und Sehr ich gerne. würde den Amir fragen, warte mal bitte kurz, ich würde den Amir jetzt fragen, Amir, ich habe ein Video gesehen, wo du sagst, der Islam ist eine gerechte Religion. Was sagst du dazu, Amir? Das ist ausgeschlossen, sowas geht nicht. Dann ist das alles aus Doch, dem ich habe Kontext ein gerissen. Video gesehen, Amir. Die haben das zusammengeschnitten. Ja, Stimmt ich das? weiß. Ich meine, im übertragenen Sinne ist es ausgeschlossen, weil Armin so einen Satz niemals bringen Ja, würde. aber was Genauso sollst du wenig sagen, wenn wie jemand kommt und sagt, ja. Reza sagen würde, dass der Heilige Geist sündigen würde. Also ganz einfach. Ja, aber das Problem ist, würdest du nicht sagen, ich bin seit 8 Jahren jeden Tag gegen den Islam am Schießen und du kommst und sagst, ich habe gesagt, Islam ist eine friedliche Religion. Würdest du nicht sagen, du hast doch eine an der Waffel? Ich habe nur Gelächter dann übrig, du weißt doch, wie ich bin. Dann gibt es nur Ausgelache. Ja. Aber du würdest Nur auch. mein Lachen. Die kriegen nur mein Lachen zu spüren. Ja, die eine Sache ist natürlich, dass sie einen Hirnriss haben, aber die andere Seite ist, dass sie vom Gegenseite geschickt worden sind, um deine Glaubwürdigkeit vor den Augen der Menschen sozusagen. Natürlich, natürlich, klar. Der Ja. Herr Jesus Christus hat uns schon dazu gewarnt. Ja, das ist das. Also entweder Hirnriss oder vom Satan. Jetzt kann sich derjenige was aussuchen. Ja, Gottes Segen, Kim Jesus, hast du eine Frage? Ich habe einfach mal probiert reinzukommen. Gottes Segen euch allen. Erste Ja. Mal, dass ich live gehe. Ich bin jetzt irgendwie reingekommen. Ich wusste gar nicht, wie das funktioniert. Nix, ich verfolge euch schon lange. Vor allem Amir bestimmt schon seit 8, 9 Jahren. Hart. Er Viel verfolgt dich, Erfolg. Amir. Du musst davonlaufen, wenn er dich kriegt. Ne? Im Es geht ja freundlichen nicht anders. Sinne. Er folgt mir im freundlichen Sinne. Ja, genau. Ja, Ach hat mich in so. meiner Jugend schon ein bisschen bewegt, was Amir da Wie gesprochen alt hat. bist du denn jetzt? Jetzt bin ich schon älter, jetzt bin ich schon 35. Ah, okay. Aber ich sehe mich noch als jung mit 27 oder. Klar, du bist noch jung. Ja, Du bist noch young and ansonsten fresh. wollte ich euch nur schöne Grüße bestellen. Ja, bist Viel du denn mit dem Erfolg Herrn auch Jesus? weiter. Bist du beim Herrn Jesus? Bist du von neuem geboren? Bist du mit dem Ja, Herrn bin ich. Jesus? Bin Okay. ich. Ehrlich gesagt, habe ich mich schon immer als Christ gesehen, aber mit der Wiedergeboren habe ich erst spät verstanden. Da ist mir erst klar geworden, dass ich nicht wirklich christlich gelebt habe. Ja. Und dann habe ich meine Sünden vor Gott gebracht und mein Leben in seine Hand gegeben. Ja. Und da hat sich wirklich auch viel verändert. Ja. Glaubst du, dass der allmächtige Gott Mensch wurde in Christus? Ja, natürlich. Ja, Ich okay. verstehe auch die Leute, die da sich schwer tun, das zu glauben, weil man Die muss halt lesen die wirklich, Bibel nicht, das ist das. Die das ist lesen die das. Bibel nicht und begreifen nicht, was der Herr Jesus Christus zu ihnen sagt. Das ist das, wenn jemand nicht die Geschichte nicht kennt und du sagst ihm, hör mal, ich glaube an das und das, kann ich aus menschlicher Sicht verstehen, dass die sagen, ey Leute,
Ist das euer Ernst? Aber wenn du liest und dich damit beschäftigst, dann wird dein Glaube auch fester. Und du Ja. erkennst das einfach. Die Wahrheit erkennst du schon. Muss dich halt nur damit beschäftigen. Ja. Ja, das freut mich für dich. Ich Ja. hoffe auch wahrhaftig, dass du wiedergeboren bist. Das weiß ich natürlich nicht. Das weiß nur Gott und der Heilige Geist, der in dir ist und dein eigener Geist. Ne? Das werden wir dann früher oder später sehen, dann spätestens dann bei der Entrückung. Ja. Dann wird ganz klar ersichtlich, wer echt war und wer nicht echt war. Ja. Aber es hört sich Ja, schon mal das gut an, was du was. da jetzt sagst. Also es ist jetzt nichts Schlimmes Ja. dabei. Und du hältst dich auch fern von den alttestamentarischen Geboten, ja, wie Sabbat oder Speisegebote. Ja. Ja, okay. Das hört sich Noch schon mal mal gut bitte. an. Also du hältst nicht irgendwie Sabbat oder was weiß ich, diese alttestamentarischen Feste oder Speisegebote, Schweinefleischverbot. Du hältst dich nicht dran, ne? Also, bevor ich wiedergeboren wurde, dachte ich Ja. immer, dass die 10 Gebote für uns alle gültig sind. Ja. Aber dann habe ich das verstanden, dass Jesus das erfüllt hat und aufgehoben. Und ich dachte, Ey, du Jesus kommst dann jetzt, ich, du kommst auferstehen. jetzt komisch rüber hier mit deinem Ton. Ich habe nichts verstanden. Der Empfang ist schlecht. Hallo, hörst du mich? Das dann im Nachhinein keinen Sinn geben. Hört ihr ihn? Ach Warte. so, ja. Ach, das sind doch gar keine Dings an Jetzt hier. besser? Der Chat ist doch aus. Hört ihr mich besser jetzt? Man hört ihn? Das heißt, ich bin dann das Problem, ne? Nee, er hat so komische Fragen. Ja, wir haben dich nicht gehört. Kannst du das nochmal sagen? Nochmal? Deine Ja, du hast Ausführung? gesagt, wegen dem Sabbat und Ja. den 10 Geboten, was hast du gesagt? Alttestamentarischen, ja, geboten, ja. Ja, also wie gesagt, bevor ich wiedergeboren wurde, Ja. habe ich gedacht, dass das für alle Christen gültig ist. Ja. Dann habe ich aber verstanden, dass die Auferstehung von Jesus und das Ja. Opfer von Jesus das alles aufgehoben hat. Weil wenn ich mich dann weiter an diese Gebote halten würde, würde das alles keinen Sinn ergeben. Dann wäre das Opfer umsonst gewesen. Und Okay, das, alles gut. also auch in der eigenen Religion gibt es halt noch viel, was man lernen muss. Vor allem, wenn man katholischen Background hat, ist das Du alles ein kommst aus bisschen dem anders. Katholizismus? Genau. Ah, okay. Aus einer kroatischen Familie, dann wird ja das alles ein bisschen anders beigebracht. Ja. Und dann im Laufe der Jahre im Alter sucht man halt selber. Und dann entdeckt man auch ein paar Sachen, die der Bibel widersprechen und die man dann hinterfragt. Was würdest du denn sagen im Nachhinein jetzt, wo du jetzt wiedergeboren bist und den Heiligen Geist hast, was würdest du als schwerwiegend im Katholizismus bezeichnen? Also angefangen würde ich sagen bei der Beichte. Ja. Das hat mir auch nie gefallen, irgendwie, dass man sich da vor einen Priester setzt und dem seine Sünden erzählt und der Ja. sagt dir dann, mach das und das. Im Und der Nachhinein ist Priester das, vergibt dir, ne? ja, im Nachhinein ist das ein Quatsch. Also, oder ganz so, ja, okay. Nur Gott kann einem die Sünden vergeben, auch wenn das gesagt wird, der vermittelt für dich. Aber da geht man lieber in sein stilles Kämmerlein und macht das persönlich mit Gott. Die Beziehung zu halten und aufzubauen. Das andere, ja, da gibt es ein paar Sachen. Mit den Heiligen, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Bei uns fastet man auch und dann fasten die Leute dienstags für den Heiligen, freitags für den Heiligen oder das habe ich auch nicht verstanden. Man ehrt die, ohne, auch wenn das gute Menschen waren und was Wichtiges gemacht haben, aber man ehrt die und entehrt dadurch halt Jesus. Das finde ich auch nicht richtig. Ja, ich wollte noch dazu sagen, kurz bevor du jetzt weitermachst, es gibt ein biblisches, aus dem Heiligen Geist heraus abgeleitetes Sünden bekennen vor den anderen Geschwistern aus dem Jakobusbrief Kapitel 5. Ja, bekennt aneinander eure Übertretungen und betet füreinander. Aber das wird missbraucht und falsch
umgesetzt mit diesem Priester und dem Sünder. Ja. Das Wort Gottes sagt, bekennt einander, also alle Geschwister untereinander. Ja. Und ja, ich verstehe das auch ein Ja, bisschen eher das so ist die Gemeinde. genau Da in der siehst du, dass der Gemeinde. Katholizismus da ein falsches Hierarchiebild aufgebaut hat, was absolut nicht biblisch ist. Und was man halt zurzeit sehr deutlich sieht, ist durch die Regenbogenflaggen und so, ne, da werden Sünden halt für recht gesprochen. Ja. Da erkennt man das jetzt halt langsam deutlicher, sodass immer mehr Ja. Leute sich denken, aber wenn das vor Gott falsch ist, wie können Sie das als richtig Warst du erklären? denn sehr katholisch? Bist du also jede Woche da in die Kirche gegangen, sonntags? Also als Kind schon, als Kind war Ah, ich okay. schon so, habe mich hier eine, sag mal, Kommunion gemacht und sonstige Ja. Sachen. Also ich Ja. habe mich auch immer als guter Christ gesehen, bis ich halt wirklich die Augen geöffnet habe und das alles hinterfragt habe. Das ist sehr schön, sehr Also gut. für meine Ansprüche war das gut, aber für Gottes Ansprüche war das halt nicht richtig. Ja, sehr gut. Ja. Möge der Herr Jesus dich bewahren und Dankeschön. festigen. Und was Glaube angeht, sehe ich mich sehr nah bei euch. Eigentlich alles, was ihr so über das Christentum sagt, kann ich so unterschreiben. Ja. Und das bringt einen auch immer weiter zum Nachdenken und zum Forschen halt, ne? Und Ja. wenn die Leute sagen, ich habe die Bibel gelesen und ich habe das so verstanden, dann weißt du schon, die haben die Bibel nicht gelesen, weil das ist kein Roman, den man einfach einmal durchliest und man sieht dann den Sinn. Das musst du immer wieder lesen und du entdeckst immer wieder neue Sachen und dann debattiert man darum und ne, man guckt, was Gelehrte sozusagen dazu sagen und ne, dann da gibt es so viel zu entdecken, das nicht einfach mal so durchlesen und ich habe es verstanden. Das muss man leben und sich damit beschäftigen halt. Das ist, was auch viele Leute halt nicht so verstehen. Ja, Ja, auf jeden Fall also. finde ich es cool, dass ihr Jesus auf TikTok gebracht habt. Ich habe das immer gesagt, dass das genau die richtige Plattform dafür ist. Ja, ist egal, ob TikTok, Straße, in der Familie, überall, ne, wo der Heilige Geist uns nimmt, wie der Herr Jesus sagt, ja, der Wind weht, wohin er will. Das ist ein Ja. Bild auf den Heiligen Geist, der eben die Wiedergeborenen, die Kinder Gottes eben dahin bringt, wo es will, ne, damit sie eben Licht und Salz sind. Ne? Ja, Und das vor allen Dingen stimmt. dürfen wir nicht unser Licht und ne, unsere Lampe unter dem Scheffel stellen, denn wir kennen ja das gleich das von den Jungfrauen, ja. Das Licht in unseren Lampen, wenn wir dem Bräutigam entgegengehen, ne, unser Zeugnis muss sichtbar sein in der Finsternis. Das heißt also nicht irgendwie unsere Talente begraben, sondern damit handeln, ne? Ganz, ganz wichtig. Wir müssen offen sein in der Welt mit unserem Licht, damit die Menschen eben den Ja. Unterschied erkennen, ne? Zwischen uns und der Bruder, Welt. hast du dann eine Frage? Weil da wollten noch andere rein. Nee, sorry, ich will euch auch nicht aufhalten. Okay. Auf jeden Fall alles Gute und bleibt dran. Gottes Segen Ja. euch. Ja, danke Segen. gleichfalls. Dem Herrn Jesus Dankeschön. anbefohlen. Ciao. Ciao, ciao. Mir kommt das, wo sind denn jetzt die ganzen Muslime eigentlich? Ist das nicht Freitag? Ja. So, ja gut, Freitagsgebet ist auch schon vorbei. Hallo? Hallo zusammen und Gottes Segen wünsche ich euch. Danke, gleichfalls. Also ich war Ja. auch mal bei Army im Stream. Da wurde ich leider rausgeschmissen, weil ich anderer Meinung war. Also ich bin Christ, ich folge Jesus Christus auf jeden Fall. Ich bin auch getauft und ich bin der Meinung, dass alle drei Bücher von demselben Gott stammen. Ja, Und Gott, oh ich mein. sehe, Weißt du auch, warum du rausgeflogen bist? Du bist ja, aber Christ, guck du mal, bist getauft und ja, sagst, der seid Islam ist auch von ihr, Gott. dass ihr euch über mich erhebt. Du Im sagst, du bist Christentum soll Christ man und sich du nicht sagst, überheben, erstens. dass der Koran auch vom selben Gott ist, ja? Der Koran, egal, ich finde, wo das runterkam zu den Ismailiten, weil damals Gott Abraham auch gesagt hat, dass er Das ist Ismail reichlich unglaublich. segnen Das wird. ist unglaublich, sowas. Du Warum bist doch gar kein unglaublich? Christ. Du bist ein Moslem bestimmt, der sich Leute, dir als bitte Christ einmal alle hinstellen den muss. Stream Ich bin liken Christ, und der teilen. Jesus Christus Bitte folgt, teilen und okay? liken.
Ja, Ich finde, aber. dass wo Gott gesehen hat, dass die Ismailiten vom Weg abgekommen sind, hat er sich mit Mohammed offenbart und hat er denen den Koran runtergeschickt. Und Ja, ich wie finde, denn? Wenn dass die die Bibel Bibel und sagt, der dass der Herr Koran auch Jesus ziemlich der Sohn identisch Gottes waren, ist und bis dass die er geändert gekreuzigt wurden wurde, mit der Zeit, dass der Herr Jesus damit man die gekreuzigt Menschen wurde untereinander und der spaltet. Koran Versteht sagt, ihr? der Herr Jesus ist nicht gekreuzigt. Wie kann das denn vom selben Gott sein? Ich finde, dass die Bücher wurden mit der Zeit von diesen satanischen Eliten Ja, verändert, die schon seit komm. Jahrtausenden diese Welt regieren. Dennis der Nächste. Jetzt weißt du auch, warum das Siehst heute. du? Wenn der Ich Herr weiß Jesus noch nicht richtig mal, weiß, ihr dann musst du gar Deutschen nicht weiter seid prüfen. nichts, Alter. Das Ihr ist schon ein seid kein Stempel da Christ. drauf. Da musst du nicht Ihr noch einen lacht Satz mit Leute dem wegschicken. aus, ihr Wenn überhebt der Army euch. jemanden Ihr rausschmeißt, seid dann weißt du schon Bescheid. Dennis, schmeißt du den bitte raus und Idioten, nimmst ja? jemand anderen Ihr oder werdet deinen? alles zusammen in die Grube fallen, ihr Idioten, Ja. Alter. Oh TikTok mein Sport nicht Gott. gemeint. Aber ihr überhebt euch Danny, und das schmeißt du stimmt. den jetzt raus? Meine Güte, ey. Was? Warum bist du so, Danny? Warum brauchst du so 6 Millionen Jahre, bis du irgendwie schaltest? Verstehe ich nicht. Weil Dings da, weil mein Handy hakt Ach und. so, Bin ich okay, ja. Moderator oder was bin ich hier? Bin ich. Was ist das hier, Mann? Weil mein Handy hakt und dann, wenn ich draufklicke, dann geht das irgendwie nicht so schnell. Ach so, okay, alles klar, ja, ist egal. Ja, da seht ihr, ne, wenn der Army jemanden rausschmeißt, dann wisst ihr, dass das Hand und Fuß hat. Ja. Seht ihr? Ja, Dr. Peter, aber ich weiß. Ja. Ja, es ist schlimm. Wie, Es ist was es da schlimm. draußen alles gibt. Man denkt, man hat schon alle Ehelehren schon gehört, aber da kommt noch eine Variante raus. Es ist, und in dieser Ehelehre kommen noch 4.000, 5.000 Varianten noch raus, aus einer Ehelehre. Das ist schlimm. Dann denkst du, du hast schon alles gesehen und gehört. Ich glaube, dass alle drei Bücher von Gott sind. Ja, natürlich, klar. Das Also ist ein pure Buch braucht Endzeit. ein Buch. Das ist pure Endzeit, wo die Dämonen toben. Die Dämonen sind nur am Toben. Was war denn denn jetzt? Ja, War der Peter sagt, Moslem, dass er nicht gesagt hat, Christ, Buddhist? dass er auch nicht gesagt hat, ja, und die Bild-Zeitung, 4 Bücher sind von Gott. Also Bild-Zeitung, Koran. Ja, und ihr rafft das nicht. In der Bild-Zeitung stehen auch Wahrheiten. Unglaublich. Ja, das kommt jetzt demnächst. Pass auf jetzt. Ich bin Christ, aber ich sage, der Koran und die Bild-Zeitung gehören auch zu der Wahrheit. Dann bist du der Allerheftigste. Dann bist du der allerweiseste Laodicea. Da bist du der Und König der Laodicea. Julian Reichelt ist ein Prophet. Julian Eichel ist ein Prophet. Das sage ich auch immer wieder. Ja. Mein Krampf, ja, genau, mein Krampf. Bild-Zeitung und die 3 Bücher. Ich bin ein christlich-buddhistischer Jude. Mit blonden Haaren aus Afrika. Wer keine blonde Haare hat und nicht aus Afrika kommt, der gehört nicht zum Volk Gottes. So sieht's aus. Ich bin ein Hybrid. Ich nehme von allem etwas mit. Hybrid. Unglaublich, ey. So, ich hole jetzt den Unglaublich. neuen rein. Ich hole jetzt mal einen neuen rein. Ja, Dennis, pass auf, ja, dass du da schnell da die Leute rausschmeißt. Ja, es ist Ja, mein unglaublich. Handy, das ist mein Handy. Ich kann Ja, damit nicht umgehen. okay. Halt deine Hand wie John Wayne, ja, auf diese rausschmeißt, dass du sofort schießt. Weil Ja. meine Nerven, die Ist muss die ich schonen. Alexa antwortet? Ist sie nicht Moderatorin oder was ist das hier? Ja, aber ich kann das nicht rausschmeißen, gestern. Also. Achso, man kann nicht rausschmeißen. Ja, gut, okay. Solange die nicht hier hochkommen, das ist. Im Chat geht's ja noch. Nur im Chat blockiert. Ja, je später der Abend, desto schöner die Gäste. Es hat begonnen mit Joker. Ja, aber Reza, das ist heftig. Das ist echt heftig, was alles hier sich sammelt. Ne? Das ist echt heftig. Das ist echt Ja. heftig. Ja. Also es sammelt sich wirklich alles, alles. Hier auf TikTok sammelt sich wirklich alles, Der Facebook ist alles. ja genauso. Alles. Das ist einfach ein Spiegelbild der Christenheit und Gesellschaft. Du musst einfach Ja. 10 Minuten nur hochholen, Leute, da kriegst du 30.000 Ehelehren von Ja. 10 Leuten. Ja. Das ist unfassbar, was da los ist. Und die sich nur in den Gemeinden hocken und nichts tun, nur in der Gemeinde, die kannst du auch vergessen. Die sind genauso in der Ehelehre oder sind
oder Ja, aber evangelisieren nicht. die essen viel Kuchen. Das kannst du, das ja, du kannst doch jetzt nicht sagen, die jeden Sonntag in der Gemeinde Kuchen essen und Kaffee trinken. Die kannst du doch nicht beurteilen. Ja, das nächste Problem ist, man kann natürlich für die beten, aber der Herr Jesus sagt ja schon längst, das Urteil, ich habe euch schon längst Ja, aber ausgespuckt. das ist doch auch was, wenn man in die Gemeinde geht und viel Kuchen isst. Ja, Das ist doch Arbeit. das ist aber auch der Armee schuld, weil er immer mit seinem Herzmobil diese ganze Kuchen liefert an diese ganze Laudenzehr. Ey, Der ich macht da noch Geld damit. weiß jetzt. Ey, ich Der weiß jetzt, ist warum wir auch. verantwortlich für Hey, diese warte mal, Laudizier. Dieser Arme hier, ich weiß, dieser warum wir aus Typ, den Gemeinden der rausgeschmissen wurden. beliefert Ey. nur Kaffee und Kuchen und Warte Shisha mal. an diese Brüdergemeinden. Ich weiß jetzt, warum ihr da aus diesen Gemeinden rausgeflogen seid. Ihr habt die Kekse aus der Dose geklaut. Ihr seid das. Ihr habt Ja, die ganzen Güter. das ist das, aber ihr dürft das nicht weiter sagen. Also behaltet das lieber für euch. Ja, Wegen Gottes den Segen Keksen. erstmal. Weil die Kekse sehr, sehr heftig waren, haben die gesagt, boah, boah, dieser Armin André. Shalom Shalom und Aleichem. Shalom, Der Herr Shalom, segne Mann. euch reichlich. Ich auch. Danke, dich auch. Ja, erstmal gepriesen sei der Herr für eure Gabe, die er euch gegeben hat und dass wir alle dran teilhaben können. Ich hoffe, die Leute nehmen das nicht auf die leichte Schulter, weil das ist echt ernst und ja, also man kann viel lernen von euch. Gepriesen sei der Herr, Halleluja. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Danke, Schwester. Und Alle Ehre. Amen, Amen. Und ich wollte kurz ein Missverständnis aufklären, weil Danny, du hast ja vorhin so ein Bild gezeigt, wo sie die Wiedergeburt gespottet haben. Und Ja. das hat ein Muslim hochgeladen. Damit haben die Christen gar nichts zu tun gehabt. Die waren halt in dem Live drin, aber die können ja nichts dafür, wenn die das hochladen. Und die haben auch nichts Ja. dazu gesagt. Ja, Also die haben die haben in mitgelacht. dem Die haben Sinne. mitgelacht. Die haben mitgelacht und gesagt, was Also ich habe das nicht mitbekommen. Ich war da auch drin. Ich habe nicht mitbekommen, dass sie diesbezüglich, Ja, also die zu haben gesagt, denen guck mal, halt. das sind die Wiedergeborenen und das ist der Reza da mit der Windel. Das sind Wiedergeborene. Freikirchler. Die lachen sich ja Okay, das kaputt, habe ich weil das nicht so. ja Also Kirchler ich sind. war auch in dem Live drin und ich habe das nicht Ja. wahrgenommen, dass die deswegen mitgelacht haben. Ja, die machen sich lustig über die Wiedergeburt, weil das ja Orthodoxe sind und die wissen nicht, was das ist. Orthodoxe und Katholiken wissen ja nicht, was Wiedergeburt ist. Und deswegen lachen sie sich dann über dieses Thema kaputt. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Widerloka, der ist kein Orthodoxe. Ja, aber der ist ja mit dabei gewesen und der hat ja gesagt, das ist der Reza. Du Ja, musst also das habe ich aufpassen, du so musst dich jetzt nicht zurückziehen von mitbekommen, solchen also Leuten. wirklich nicht. Ja, Aber trotzdem, ich aber finde wenn es du halt einen ein Tipp bisschen haben willst, musst. fatal. Nee. Diese Leute sind einen anderen Geist, die haben einen anderen Geist in sich. Und das kannst du sehr schön prüfen anhand der Lehre, in der sie dann halt drin sind. Und dann kannst du dann ihre Gesinnung und den Geist in ihnen prüfen. Prüf die Geister, sagt das Wort Gottes, ob sie aus Gott sind. Ja, Amen, das ist auch richtig so, aber ich habe jetzt auch schon so mitbekommen, Resa, dass du gewisse Menschen gar nicht so richtig kanntest und hast sofort gesagt, oh, die sind schon verloren und das finde ich halt auch ein bisschen fatal und ich meine, dürfte ich einmal was aus 1. Korinther 6 vorlesen? Willst du mich belehren als Frau? Nein, ich will dich nicht belehren, aber ich finde, das passt halt dazu und ich wollte das gerne vorlesen. Nee, würde ich nicht machen, weil du darfst mich nicht belehren, einen Bruder im Herrn. Weil das, was du vorher Ja gesagt gut, ich hast, das wollte sind auf jeden Leute, die Fall auch dich. nur das Missverständnis Nee, da nee, 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 aufklären, nee. Wenn weil du sagst, das ich hat ein würde Muslim Leute das Heil hochgeladen und absprechen, die so wie ich ihr nicht vorhin kenne, gesprochen das ist habt, eine hat es Lüge. sich ein Du bisschen so sollst nicht angehört, lügen. als wären das die. Du sollst nicht lügen. Wenn ich spreche keinem Heil das Heil ab, den ich nicht kenne. Ich kenne die Leute, wenn ich denen das Heil abspreche, dann Es habe ich kommen meine nur Gründe dafür. Missverständnisse auf und ich würde einfach, Du weiß ich musst nicht, schauen, du kannst man dich auf kann ja zwei Frieden Seiten hinten. schließen trotzdem Nein, untereinander, es weil gibt keinen Frieden mit der im Laodicea. Endeffekt sieht Gott unsere Herzen, kein anderer. Nein, wenn jemand kommt und sagt, ich liebe Jesus Christus, aber er ist nicht Gott, dann wird er sofort rausgekickt und für ewig blockiert. Nicht Gott sieht in das Herz. Ich Ja, sehe in okay, das sein ist Herz, in sein richtig, aber in verdorbenes dem Fall Herz hat ja und dann keiner wird er von dem weggeschickt. gesagt. Ja, und wenn er sagt, dass er Ja, aber das hat ja alttestamentarische keiner Gebote gesagt. hält und er sagt, dass ja, Trinität ist wahr, aber Jesus ist ein kleinerer Gott als der Vater, dann muss er auch genauso weggeschickt Dann werden. raus. Ja, Verstehst aber du? die Geschwister, über die ich gerade rede, die haben das ja nicht gesagt. Die haben nicht gesagt, Jesus ist Ich, er nennt irgendwie dir nur kein ein Gott oder Beispiel. sowas. Er hat dir nur ein Beispiel genannt.
Ach Die so, ja, stecken das in ist der ja dann auch sogenannten. richtig, aber wenn man Menschen nicht wirklich kennt und Woher weißt so du denn, schnell dass ich die nicht urteilt, kenne? ist Woher doch. weißt du, dass ich nicht kenne, diese Leute, die ich. Weil bei dem einen, da hast du das auch gesagt, dass du ihn gar nicht, also dass du jetzt das erste Mal mit ihm redest. Bei wem? Bei wem? Das war bei Jerry. Da hast Jerry, du ich habe doch nur mit ihm einmal geredet mit und er ihm hat dann sofort gesprochen, seine ja. Gesinnung offenbar gemacht, dass er an die Wiederverlebbarkeit des Heils bei einem Wiedergeborenen glaubt. Und das ist eine teuflische Irrlehre. Oh, ich Was glaube, mein glaubst Internet ist schlecht. Ich habe dich gerade nicht mehr gehört. du? Jerry glaubt, er weiß erstmal gar nicht, was Ja, gut, Wiedergeburt heißt. So, aber. und dann denkt er, dass wenn man nicht, also wenn man sündigt, dass man verloren geht. An so einen Schrott glaubt er. An so eine Irrlehre. Das ist die sogenannte Werksgerechtigkeits-Irrlehre. Und deswegen spreche ich ihm sein Heil ab und jedem anderen auch. Da kann er jetzt reihenweise Leute hochkommen, immer dasselbe sagen und ich speise die direkt sekundenweise ab. Ja, aber kannst du das dann nicht mit den Leuten privat besprechen? Weil Nein, jetzt, also dadurch, das dass sind es so öffentliche Leute. öffentlich gemacht wurde, Nein, nein, herrscht nein, hier nein, ja nein. nur Streit. Ich muss öffentlich Wölfe im Schafspelz offenlegen, damit die Kinder Gottes geschützt sind. Ja, aber um zu wissen, ob wirklich jemand ein Wolf im Schafspelz ist, muss man ja auch erstmal die Person kennenlernen, Ich muss ihn gar bevor nicht man kennenlernen, der so muss nur vorurteilt. lehren aus der Bibel und dann sage ich ja oder nein. Ob der ein netter Mensch ist, interessiert mich nicht privat oder ob der Tischtennis oder Badminton spielt. Nee, darum geht es ja auch nicht. Es geht ja einfach darum, dass im Endeffekt Gott weiß, also Ja. Gott kennt unsere Herzen und er Ja. weiß, ob wir wirklich Jesus nachfolgen oder nicht. Und da müssen wir uns ja nicht einmischen. Da müssen wir ja Doch. nichts sagen, nur weil wir das so wahrnehmen in dem Moment. Liebe Selmina, würdest du mit jemandem zusammensitzen, der die Gottheit des Herrn Jesus leugnet? Oder würdest du Naja, sofort also rausgehen? ich wünsche mir einfach, dass unter uns Geschwistern Frieden herrscht. Ja, was meinst du Siehst mit du, unter siehst uns du, Geschwistern? Ja, siehst du? genau. Das ist das Nochmal Problem. bitte irgendwie. Nochmal, ich habe es Ja, gerade nicht du verstanden. differenzierst nicht zwischen Leuten, die einfach so in die Christenheit reinkommen und sich einschleichen und verderbliche Irrlehren einführen und wirklich wahrhaftige, wiedergeborene Geschwister, mit denen man Gemeinschaft haben soll. Verstehst du? Man muss also separieren. Denn wie im Gleichnis Ja, heißt, dass die das beide stimmt. zusammen wachsen, beide sehen fast identisch aus, nur am Ende wird der Schnitter kommen und abschneiden. Und dann wird der Spreu vom Weizen getrennt. Ja, das ist ja auch richtig, aber das macht am Ende ja Gott und jetzt nicht wir in diesem auf Ja, dieser aber der Welt. Apostel Paulus sagt ja, was habe ich die, die draußen sind, zu richten? Haben wir nicht die, die innerhalb unserer Christenheit sind, zu richten? Aber solange wir leben, Immer wie besteht ja auch aber. Siehst noch du, Ami, du Hoffnung. erzählst, ja, aber die kommt immer mit aber. Siehst du, das ist auch eine Blockade in ihr. Ja, Du ja. kannst jetzt bis Also, morgen die Bibel und die aber du Lehre bist sein, die doch, würde immer noch eins Selmina, drauf sein. warte, Nein, Lisa, was warte ich mal ganz sagen kurz. möchte, Selmina, du bist doch damit ja. einverstanden, dass zum Beispiel, wenn wir Christen sind und sich jemand anderes auch Christ nennt, dass wir anhand einer Schablone so anwenden, ob er auch wirklich ein Christ ist. Deswegen sagt die Schrift ja auch, prüfet, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Christusse ausgegangen. Also ich habe ein paar Fragen, die ich dann einem Amen. gewissen Christen stelle und wenn er die mir nicht richtig beantwortet anhand der Schrift, wer der Herr Jesus ist, ob der Gott dreieinig ist, ob er an Gesetz und Gnade glaubt, ob er das vermischt, ob er sagt, hier ein bisschen Sabbat halten, ein bisschen Gnade, dies, das. Wenn er da schon so wackelt und so, dann weiß ich, ah, der ist woanders, aber auch dann ein Wackelkandidat. Mit so jemandem Ja, kann ich dann auch verstehe. keine Ja. Gemeinschaft haben, weil der Herr Jesus Christus ist nicht gekommen, um dass wir wieder zurückgehen zum Gesetz und dass wir hier aus einigen Punkten dann auch wieder Sabbat halten und hast nicht gesehen. Ne? Der Jesus Christus hat uns losgekauft mit seinem heiligen Blut vom Gesetze des Mose. Und wir sind Heiden, Amen. die zum Glauben gekommen sind. Wir sind ja keine Juden, die unter Gesetz stehen. Daher hat der Herr Jesus Christus uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes und er hat als Einziger das Gesetz perfekt halten können und sein Blut rächt wäscht uns von aller Ungerechtigkeit, die in uns ist. So sieht's aus. Ja, Amen. Wie lange seid ihr schon Christen, wenn ich fragen darf? Ich bin seit ungefähr 8, 9 Jahren Christ, wenn nicht sogar jetzt länger. Halleluja. Ja, schön. Preist den Herrn. Also ich zum Beispiel bin jetzt gerade mal so ein halben Jahr, also seit einem halben Jahr, ich würde auch sagen, wiedergeboren.
Und ich kenne mich halt noch nicht mit allem so gut aus. Und so ist das halt auch bei anderen Leuten, die kennen sich Ja, vielleicht noch nicht natürlich. so gut aus. Und wenn man sofort sagt, oh, du bist schon verloren oder so, finde ich das halt nicht so nett, wisst ihr? Aber Deswegen was machst du bin denn, ich wenn jetzt. jemand, was machst du denn, wenn du jemanden fragst und der auf einmal anfängt, vehement dran festzuhalten und dich versucht zu belehren? Was machen wir denn dann? Und er Ja, sagt zu dir, vielleicht nein, eine Selmina, gesunde. nein, Selmina, du hast das falsch verstanden. Jesus Christus ist nur der Sohn Gottes. Er ist nicht Gott selbst. Was machst du dann? Und er pocht die ganze Zeit da drauf. Und du erklärst ihm das, dass der Herr Jesus Christus von Ewigkeit ist. Hebräer 13, 8, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Offenbarung 1, 18, siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Johannes 8, Vers 58, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wie gehen wir denn damit um? Oder Johannes 8, Vers 24, ihr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und dieses Ich bin ist ja der Name Gottes aus dem Alten Testament. Jesaja 44, 6. Denn der Herr sagt ja, ich bin der Erste und der Letzte. Und der Herr Jesus Christus gibt sich ja den Titel Alpha und Omega, Erster und der Letzte. Also du siehst, dass der Jesus Christus der Gott des Alten Testaments ist, eindeutig. Ja, also anhand der Bibel erkennt man das auch, dass Jesus der Herr ist, der König aller Könige. Jesus Ja, ist aber Gott. Ja, ja, siehst du das hast es sehe ich erkannt, aber auch es gibt so. so viele Christen da draußen, die heute immer noch sagen, Jesus ist nicht Gott, Das obwohl sind sie keine halt, Christen. ja, sie nennen sich Christen und Ja. glauben auch an einige Bestandteile, aber die sagen, Jesus ist nur der Sohn Gottes, der Vater ist der wahrhaftige Gott. Jesus ist nur sein Sohn. Ja, Also die das haben die ist Bibel nie natürlich, da muss verstanden. man vorsichtig sein. Und das, Aha, siehst du, da ja, muss man also da vorsichtig muss sein, man schon sehr auch gut. Was aufdecken. machst du denn dann Ja, zum Beispiel, wenn definitiv. andere Schafe in der Herde sind, die dann gerissen werden von diesen Wölfen? Was machst du denn dann? Würdest du hingehen und sagen, hey, pass auf, der lehrt das und das, sei vorsichtig, lass dich nicht von den und den sozusagen in der Lehre beeinflussen. Halte am Herrn Jesus Christus fest. Nicht an deren Ja, Lehre, die klar. Irrlehren verbreiten. Ne? Da, ne? Also Verstehst, worauf ich hinaus will? wenn ich zum Beispiel anhand von Menschen, ich bin noch frisch im Glauben und ich könnte auch in die Irre geführt werden. Und dann wünsche ich mir ja auch, dass jemand, also der schon lange im Glauben ist, zu mir kommt und sagt, hey Selma, du, das ist so und so, das ist eine falsche Lehre und passt da bitte auf. Also das würde ich für mich ja auch wünschen und somit auch für alle anderen auch. Ja, aber das Also klar, Problem es nach der ist. Liebe, Selmina, dass da Tausende, Millionen von falschen 50ern, die sehr lange im Glauben sind, da sind, um dich zu verführen. Ja. Du hast ja gar keine Ahnung von der Lehre. Du bist Ja, ja, wie du das schon stimmt sagst, leider, ist das so, 6 Monate ja. im Glauben. Du könntest ja gefischt werden, wenn du nicht So ist das. wiedergeboren bist. Wenn du nicht wiedergeboren bist, könntest du wahrhaftig gefischt werden vom Satan und seine Schergen. Ja. Wie willst Das du denn ist, nach 6 Monaten ja. erkennen, was die wahre Lehre ist? Und wer die Wahrhaftigen sind. Ja, ist halt schwieriger, ne? Also Ja. klar kann man das schon. Ja, du musst Leute, also bitte anhand. einmal alle folgen, alle teilen und liken. Dankeschön. Danke, danke, Ben, danke. ey, der denkt Wanda, nur an danke auch. Folgen und Liken, das kann doch nicht wahr sein. Ey. Hör Wanda, auf danke, damit, ey, danke, das macht danke. der Herr, Mann. Ey. Walla, Ob die das Walla, liken Walla, oder danke, nicht danke. liken, ey. Amir, Amir, Auto bleiben. Bitte alle Bitte disliken. Bitte alle Amir, disliken. Bitte alle disliken, Amir, Ben. Auto bleiben. Bitte Amir, Amir, Auto bleiben. Der Danke, Herr Walla, Jesus, danke, danke. macht das schon. Mach dir keine Sorgen, auch wenn da Ich habe 10 gerade Likes gesagt, Amir, ich habe gerade gebetet, wirklich, ich habe gerade gebetet. Bitte segne mich so. Ja, hier guck, ich like das für dich hier. Danke. Ex-Muslim hat ein Like gegeben. Danke. Du siehst also, liebe Selmina, dass wir anhand der Bibel schon prüfen sollen, schon beurteilen sollen und schon andere warnen. Mir geht es nicht darum, ob der eine oder andere sündigt. Das ist nicht mein Problem, weil sündigen tun wir alle. Da sind wir uns einig, richtig? Ich zeige nicht mit dem Finger auf ihn und sage, ah, guck mal, hast du gesehen, der hat gesündigt. So sind auch manche. Obwohl die selber der letzte Haufen sind, zeigen die mit dem anderen Finger auf den anderen und sagen, guck mal, der hat gesündigt. So verrückt sind die Leute. Ja, es sind ja keine Brüder, es sind ja keine Oh, jetzt ist Geschwister. die raus. Schade. Ja, die war Dingens, glaube ich, man konnte sie nicht mehr hören. Ja. Aber auch sie muss lernen, eben diese Emanzipation in den Griff zu bekommen, im Heiligen Geist.
Und eben, Ja, da sind hier wenn Brüder viele, lehren, dass sie leider dazu sind hört. viele Frauen emanzipiert, wie du schon sagst, ne, Das wie ist kein Männer. Problem, das sind die alle. Nein, nicht viele. Alle Frauen sind emanzipiert. Okay, ja. Und mehr oder weniger sind die alle emanzipiert. Die eine weniger, aber trotzdem, das Fleisch muss unter die Kontrolle gebracht werden. Bei den Frauen ist das die Emanzipation, bei den Männern ist ihre Verweichlichung, dass sie halt Ja. männlich werden. Ne? Dass sie ihre Verweichlichung, die der Satan denen auf den Weg gegeben hat, ihre Fußnägel zu lackieren aus der Welt, zum Beispiel, dass sie sein lassen und männlich werden. Ne? Beide Parteien müssen anfangen, ihr Fleisch unter Kontrolle zu kriegen. Ja, also nochmal, für uns geht es nicht darum, dass jemand Sünden hat. Sünden hat ja wohl jeder von uns, ne? Der eine mehr, der andere weniger. Es geht um die Lehre. Wenn die Lehre nicht gebracht wird, so sagt die Heilige Schrift, dass wir ihn knallhart aussondern sollen, ne? Wenn jemand falsch lehrt, dann muss man da zwischengehen und sagen, so und so ist das. Ermahnen. Und wenn du deinen Bruder dazu gewinnst oder deinen Bruder dazu oder beziehungsweise denjenigen dann umstimmen kannst, dann hast du natürlich gewonnen, also in dem Sinne eine Seele mehr gewonnen für das Reich Gottes, aber ansonsten musst du das dann halt sein lassen. Ne? Dann Ja. musst du den Raum, den Zorn, den Raum Gottes den Zorn geben. Ne? Ja, zum Beispiel die Männer in Christus, die aus der Welt kommen, die verweichlicht sind, die haben den Auftrag in 1. Korinther 16, männlich zu werden, Die mannhaft. ist wieder da, die ist wieder da, zum Glück. Ja. Ja, ihr Lieben, mein Internet ist gerade abgebrochen. Ich wollte auch hier überhaupt niemand, also nichts belehren oder sonst was. Ich dachte halt nur, das war ein Missverständnis vorhin und ich wollte das aufklären, weil ich finde es schade, wenn Leute denken, dass Christen das hochgeladen haben, weil das waren ja Muslime, also das Bild, wo sie über die Wiedergeburt gespottet Aber haben. die sogenannten Christen haben dann den Spott mitgemacht. Ich wiederhole mich nochmals, Selmina. Ich glaube, du hörst da nicht richtig zu. Doch, ich habe das schon verstanden. Nee, alles gut. Also ich wollte nur auch noch mal Danke sagen, Danny, dass du mich hochgeholt hast. War schön, mit euch zu sprechen. Und Tatsächlich, wenn ich dir einen ja, der Tipp Herr geben kann, segne eure Arbeit bevor du gehst. weiterhin. Wirklich, Halleluja, was ihr da macht. Ich gebe dir mal einen Tipp, halte dich von diesen Leuten fern. Ja, gerne. Das ist der letzte Tipp, den ich dir geben werde. Okay. Oder Okay, alles klar, vielen Dank. Gottes Segen Ich muss gebe dir machen. was mit. Bete doch mal zum Herrn und frag doch mal den Herrn. Frag ihn doch mal. Ja, Amen, das werde ich mal machen. Mach das mal, genau. Frag doch den Herrn her. Aus welchem Land kommst du, Selmina? Also meine Mama ist Deutsche und mein Vater ist Tunesier. Ah, okay, also hast du eventuell muslimische Wurzeln auch, ne? Ja, richtig. Ich bin muslimisch aufgewachsen bis zu meinem 13. Lebensjahr. Dann habe ich den Islam verlassen und dann wurde ich auch von meiner Familie verbannt und dann war ich erstmal so ohne Gott. Ja, und genau, jetzt im letzten Jahr durfte ich den Herrn kennenlernen und der Herr hat mir auch peu à peu die Augen geöffnet. Durch Resas Videos ist dann so ein richtiges Licht in meiner Birne aufgegangen. Das hatte ich vorher alles ja gar nicht. Und ich wünsche mir einfach vom Herzen, dass noch mehr Menschen ihr Herz dafür öffnen, dass auch sie die Wundervoll, Wahrheit erkennen und sehen können. ja. Ja, danke dem Herrn. Du musst aber auch selber Danke, auf dich danke. acht geben, dass du gerade wächst und nicht schief wächst, Selmina, ne? Du musst auf dich Ja, acht das geben. hast du schön gesagt. Danke, danke. Ja, weil das ist jetzt Ja. ein kleiner Spross. Du bist ein kleiner Spross und du weißt ja, wenn ein kleiner Baum gesät wird, der muss ja gestützt werden durch so einen Ja. Balken, damit der gerade wächst. Weil wenn einmal schief wächst, dann kann man den nicht mehr gerade machen. Wow, ja. Ja, das Also die ist so. Anfangsphase ist sehr wichtig. Deswegen gib acht Gut, auf dich. dass du das auch noch mal gesagt hast, weil ich denke, es sind noch viele noch relativ frisch im Glauben und wir müssen alle wirklich wachsam sein. Das ist so. Amen. Ja. Okay. Okay, ich bin dann jetzt Danke mal für dein raus. Kurzzeugnis.
Ja, danke auch. Das, Dem Herrn Jesus anbefohlen, pass auf dich auf. Gott segne. Amen. Gleichfalls, der Herr segne euch. Ciao. Also nochmal, ja, die Männer in Christus nach 1. Korinther 16, Vers 13, ich muss das nochmal nachschlagen, aber ich meine, es wäre 1. Korinther 16, 13, da fordert eben der Heilige Geist uns Männer auf, männlich zu werden. Also unsere Weichheit aufzugeben, was wir durch den Satan, durch die Welt mitbekommen haben, sondern jetzt männlich zu werden, Verantwortung zu tragen, Führungspersönlichkeit zu werden, Beschützer der Familie, in Liebe unsere Familien führen, unsere Frauen, unsere Kinder. Ja, und die Frauen, sie kommen von der Welt und sind emanzipiert, vermännlicht, und sie müssen diese Emanzipation langsam aufgeben. Ja, Epheser 5. Ordnet euch, ihr Frauen, euren Männern unter, so wie die Braut eben sich unterordnet dem Christus. Das ist ja, die Frau ist ein Bild auf die Braut Christi, die sich dem Christus, dem Bräutigam, unterordnet. Die Frauen sollen weiblich werden, in Liebe den Männern untergeordnet, ihren Männern. Und die Männer müssen männlich werden und die Führungsposition in der Ehe einnehmen. So. Guten Abend. Hast mich blockiert, ha? Gott kommt auf die Erde, ja, in Person von einem Menschen, oh lässt sich von Gott, Menschen hier kommt der Nächste, die er selber erschaffen hat. Was ist das eine für eine Frage, was tust du denn? Eine für Frage, eure was Sünden zu sagen, sterben, wegen euch Pikus, oder was? Hallo, was ist das für eine okay, Irrlehre? Hallo. Was ist das für eine Irrlehre? Es kann dir egal sein, was ich glaube, was ich glaube. Ja, ich sage nur, dass ihr eine Irrlehre verbreitet und dass ihr Hass predigt den ganzen Tag lang. Nichts und dass ihr auch alle so ein Löwen und als Und das ist nicht der Wille von Jesus. Löwen, aber noch nicht mal eine kleine Wüstenfuchs. Aber alle haben Löwen als Bild. Ja? Die machen alle auf heftige Löwen, aber sind alle kleine Wüstenfüchse. Meine Herren, ey. Ey. Wenn ich das alles sehe, wie die alle Löwen haben als Bild. Ja, jetzt kommt der Nächste. Und kennst du diese alten Löwen im Zoo ohne Zähne? Die ohne haben Mähne. Mehr aufzustehen. Ohne Mähne, ohne Mähne, das ist ohne Mähne. Ohne Mähne, wo Haare ausgefallen sind und nicht alle Zähne. Das und dann machen die dieses Wow, und da kommt nichts raus. Wie wie so eine Maus, der so geht. Wie machen das die das? Wie machen die? Wie machen die? Ja, ich bin mehr Löwe als die alle zusammen. Oder nicht? Ja, hallo. Hey, Gottes Segen. Gottes Segen auf dir. Wie geht's dir? Gottes Segen. Gottes Segen. Ja, kannst du auch mal den Löwen machen? Kannst du auch einmal den Löwen machen? Oh, bei dem war das schon professioneller. Der darf nicht so ein Löwenbild haben. Du bist ein richtiger Lion. Roar hat er gemacht. Wie Katy Perry, Roar. Ja, Jungs, darf ich sagen, bist du Moslem oder was bist du? Oder bist du Boss-Gang? Bist du Moslem oder Boss-Gang? Ich bin stolzer Evangelist. Evangelist, ja, okay. Du arbeitest richtig für den Herrn. Original. Sehr gut. Ist der Herr Jesus Christus Gott der Allmächtige? Auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Ja, ich entschuldige mich für meine Stimmlage. Ich habe Grippe. Das ist überhaupt nicht schlimm. Solange du das beantwortest, dass der Jesus Christus Gott der Allmächtige ist, war das schon deine Stimme. Wie süße Dings in meinen Ohren. Wie süße. Ja. Wie Britney Spears. Wie gesagt. In Amis Ohren war das gerade. Oops, I did it again. I played with your heart. Geil. Ich geh kaputt. Nein, aber du weißt, wenn jemand hier reinkommt und sagt, auf einmal, ich bin Evangelist, da muss man sofort die Frage stellen, ist der Jesus Christus Gott der Allmächtige? Und wenn er sagt, ja, er ist zwar Gott, aber so irgendwie, weiß ich nicht, dann gibt's so Wackelzeugs. Oh nein, so Wackeldackel innerhalb der Christen. Da gibt es viele Wackeldackel. Die muss man hinten in der Auto aufstellen, damit die mit dem Kopf nur so wackeln. Genau, die dürfen dann nur noch mit dem Kopf da hinten wackeln, aber nicht mehr hier drin sein.
Wackel Lauditzer. Erzähl, erzähl von dir, erzähl von dir. Ja, so, ich war ja schon letztens bei dir im Live-Armin. Ja. Und ja, da habe ich ja wegen dieser Taufe und da haben wir auch noch geredet wegen dem Bibel und so, dass ich da mal zulegen sollte. Ich weiß nicht, ob du dich noch mal nennen kennst. Warte mal, der Danny soll mal, soll mal ein bisschen leiser da sein. Ich verstehe kein Wort, wenn er redet. Der hat auch seinen Gebetsteppich. Amir, siehst du, der geht gleich so auf seinen Gebetsteppich mit den Freimaurerzeichen. Ja. Der ist gleich beten gehen. Der ist heftig, der Danny. Der geht weg, redet einfach. Alles. Danny, mach, wenn du weggehst und redest, dann musst du dich auf stumm machen. Ja. Der geht Urlaub, der geht duschen, kommt wieder essen. Der kocht sich 5-Sterne-Menü, geht 6 Stunden weg. Das gibt's doch nicht, sowas. Dennis. Der ist heftig, der Bruder Danny. Schäm du nicht? So, Entschuldigung für die Unterbrechung, erzählen Sie weiter. Ja, also ich würde gerne über mein Zeugnis reden. Ja, ja, klar, gerne. Ja, so bei mir war das ja so, dass ich damals Drogen konsumiert habe, auch verkauft, also alles Erdenkliche, sexuell unmoralisch gelebt habe. Das volle Programm, ne? Ja. Und ja, irgendwann wurde mir da so viel und so und dann war ich auch vor Gericht und jenes alles, ne? Ich war so am Boden zerschlagen in meiner Bewährungszeit. Ich war richtig traurig, richtig deprimiert. Da kam noch Corona-Zeit dazu. Also mir wurde wirklich alles weggenommen, ne? Mein Lifestyle, Geld, alles, was ich auf dieser irdischen Erde hatte, wurde mir einfach entzogen. Und dann habe ich irgendwann mal bei YouTube einen Vorschlag von einem Video bekommen von einem YouTuber, die Wahrheit ist einzig, und da habe ich Jesus kennengelernt und dann ging das ja immer weiter und immer weiter, bis ich mir die Bibel auch mal selber durchgelesen habe und Stück für Stück habe ich immer mehr die Wahrheit erkannt und ja, wie schön der Herr immer so sagt, ne, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Ja, Amen. Was hat dich denn wirklich den ausschlaggebenden Grund in deiner Bekehrung? Was war das denn? Boah, ich war richtig lost, ne? Das war eigentlich der Grund. Also ich war richtig emotional auch am Ende. Und ja, ich hatte nichts und gar nichts mehr. Und ja, und dann mein einziger Halt war halt nur noch der allmächtige Herr. Ja gut, aber sie haben ja noch vieles auf dem Markt, ja, anzubieten. Islam, Buddhismus, Esoterik. Ja, so Islam war ja schon vornherein ja nicht so und Buddhismus, ja, das war auch, ist ja nicht mal eine Religion, ist ja halt nur so eine Lehre. Und Mohammed und Buddha haben ja von sich selbst behauptet, ja, wir sind nicht die Wahrheit, also, ne? Ja. Und keine Ahnung, und ich glaube halt, Gott hat sich mir selbst auch gezeigt. Ich hatte mal so eine Wohnung, also eine Scheinwohnung gehabt, und ja, wo ich dann halt diese kriminellen Machetaten da vollübt habe. Ja. Und in dieser Wohnung hatte ich mal dann einen Traum gehabt, so richtig kuriosen Traum, wo ein Skelett mit einem mit einer Rauchwolke gekämpft hat, wie halt so Träume sind. Und ja, die haben versucht, auch mich anzugreifen. Und dann wurde ich aus diesem Traum herausgezogen. Und ja, ich weiß, ich war mir, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Gott mich da rausgezogen hat aus diesem Traum. Ja, hast du eine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus Christus? Bist du von neuem geboren, ja? Würdest du das bejahen? Ja, hundertprozentig. 110%. Ja. Ah, okay. Auch was meine Sünden angeht, also wenn ich jetzt so, ich versuche noch mit der Zunge, also die Zungenrede ist bei mir noch ein bisschen problematisch, so, also das ist auch was schon von, was meinst du? Ja, was also ich achte Zungenrede. Also Ausdrucksweise ist für mich extrem wichtig, ne? Du sprichst in Zungen.
Nee, ich meine, Schimpfwörter, Ausdrucksweisen, also sowas halt komplett. Ach so, das meinst du, okay. Richtig, richtig. Nicht wie die Charismatiker, so Schabalala, nein, das ist doch gar. Ja, das hat mir sofort dann, ne, das hat mir den Rest gegeben jetzt gerade. Nein, also das von diesen Charismatikern halte ich auch nicht, Jungs. Also das ist absoluter Dämonen. Das wäre jetzt doch gewesen, was alles hier schon drin gewesen ist, ne, Reza? Ja, ich bin bereit für, also ich bin vorbereitet, dass da sofort jetzt alles kommt an ihr Lehren. Ne? Aber ja. Gott sei Dank hat er ja gesagt, dass das nur wegen dem Ausdrucksweise, wegen den Schimpfwörtern ist, ne? Dass er da halt durch den Heiligen Geist eben sich nicht verunreinigen möchte. Ja, klar. Also definitiv nicht. Also ich also für mich ist richtig so Ausdrucksweise extrem wichtig, Verhalten. So für, damit man so eine gesunde Gesellschaftsschicht beibehält, ist ja extrem wichtig, ne? Sich seinen Nächsten zu lieben auch. Und ja, das alles spricht halt nur für den Glauben. Ja, es gibt viele Gläubige, aber das Problem ist, was ich immer wieder befürchte, dass eben wenig zu Wiedergeburt durchdringen, ja. Aber der Herr Jesus sagte, es gibt zwei Arten von Gläubigen. Die einen, die zwar glauben, eine Zeit lang, aber dann in der Zeit der Prüfung, Drangsal, abfallen. Und es gibt Gläubige, die, wo das Wort, der Samen auf die gute Erde fällt. Und diese sind die Wahrhaftigen. Ein Teil von vier verschiedenen Fraktionen der Gläubigen sind die Wahrhaftigen. Markus Kapitel 4, Matthäus Kapitel 13, das Gleichnis von dem Seemann. Ja, das Gleichnis kenne ich auch, das ist super. Ja. Ich hoffe natürlich, dass alle Leute, die sich als Gläubige nennen, eben zu dem vierten Fall, nämlich die gute Erde, zählen, die Wiedergeborenen, die Kinder Gottes. Definitiv. Weil ich kenne viele Leute, die gläubig waren, die Gottheit des Herrn Jesus bejaht haben und die in der gesunden Lehre waren und dann später abgefallen sind. Ja, das ist richtig traurig. Also ich wünsche auch jedem, der gerade auch diesem Stream ist, Jesus ist die Wahrheit hundertprozentig und ich bin das beste Beispiel eigentlich dafür, so von Krimineller auf Heiliger, also instant, also das schafft nur einer und das ist der wahrhaftige Gott. Ja. Ja. So meine Ketten sind gelöst. Ja, wenn der Sohn dich frei macht, dann bist du wahrhaftig frei. So heißt es ja auch. Ja. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus. Amen, Amen, wundervoll. Da siehst du mal, welche Power der Herr hat, ne? Auch in der heutigen Zeit. Er verändert die Menschen ohne Ende, ne? Und er macht aus alt neu, aus kaputt macht er wieder eine neue Schöpfung. Da fragt jemand jetzt, Reza, dürfen Männer lange Haare haben? Nein, im neuen Bund dürfen Männer keine langen Haare haben. Bruder Reza, wird das erwähnt, ja. In 1. Korinther 11. Ich hole mal einen neuen rein, ja? Ja. Alles klar, Gottes Segen, Bruder, dann, ne? Dankeschön, du hast es dem Herrn Jesus anbefohlen, sei standhaft. Ciao. So, ciao. Gottes Segen, hallo. Nein, Männer dürfen nicht lange Haare haben, dafür aber die Frauen müssen. Servus. Lange Haare haben, das ist weiblich, ja, lange Haare ist den Frauen vorbehalten, den Schwestern, wenn sie jetzt emanzipiert waren und kurze Haare gehabt haben, ja, müssen sie jetzt das Haar lang wachsen lassen. Und die Männer, wenn sie jetzt weiblich waren und aus der Welt kommen und lange Haare getragen haben, die müssen die Haare abschneiden und sich unterordnen. Servus. Grüß dich. Servus. Ja, servus, Martin. Wir hören. Das war richtig auf. Er hat eine Rückkopplung, Mann. Du musst nochmal rein. Ja. Ja, ich glaube, das wird raus. Das war eine Rückkopplung. Da hatte jemand eine wichtige Frage. Ich hole ihn mal ganz kurz dann rein in der Zeit. Ich hole dich gleich wieder rein. Ich hole dich gleich wieder rein. Ja, hallo. Ich habe eine Frage an Daniel. Das ist ein Kind. Ja? Wie alt ist denn der? 14, 15 Jahre. Dann raus.
So, hört man mich jetzt? Ja. Okay, erstmal hallo zusammen. Hallo. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Euch auch, euch auch. Ich habe mal eine Frage an Reza. Ja. Und zwar, du meintest gerade, dass du Leute kennst, die auch Jesus als Gott bejahen und hinher also Jesus als Gott sehen und alles, aber dann vom Glauben abgefallen sind. Also was meinst du genau damit? Reza? Habt ihr die Frage verstanden? Ja. Ich bin sofort da, warte mal kurz. Ach so, gut. Amir. Ja. Ich muss dir mal eine Geschichte erzählen, ja, wo ich das miterlebt habe, wo einer abgefallen ist. Ich erzähle einfach mal. Und zwar kannte ich jemanden von der Gemeinde, ne, Bruder? Und ich bin wirklich immer mit ihm evangelisieren gegangen. Wir hatten Abendmahl gefeiert. Der hat die Gottheit des Herrn Jesus Christus bezeugt und er hat sie auch, also ja, bekannt. Das waren Türke, der den Islam verlassen hat, durch auch diese islamische Aufklärung. Und auf einmal, Armin, ne, auf einmal sagt er, ja, warte mal, der Jesus ist gar nicht Gott. Der ist ja eigentlich nur der Sohn Gottes, weil ich habe ein bisschen in der Bibel recherchiert und da steht eigentlich nur Sohn Gottes. Also er kann gar nicht Gott sein. Und da war sofort Abfall. Dann war das ja auch kein richtiger Christ, oder? Der war 2 Jahre im Glauben, das war, der hat den Herrn Jesus verkündigt als Gott, der hat sogar die Gottheit bekämpft. Also er hat sogar, wenn Muslime gesagt haben, er ist nicht Gott, der hat gesagt, doch, doch, er ist Gott. Er ist Gott. Aha. Der hat das schon mit Bibelstellen gezeigt, aber irgendwann da hat er gesagt, nee, warte mal, der kann gar nicht Gott sein, weil da steht immer nur Sohn Gottes. Jetzt habe ich recherchiert, jetzt bin ich dahinter gekommen, der ist nur der Sohn Gottes. Also er ist wie so ein kleiner Gott, so, ne? So ganz. Der hat irgendwie so einen kleinen Gott daraus gemacht. Hm. Ja. So, ich bin jetzt wieder da. Ich habe die Frage nicht gehört. Reza, soll ich die Frage nochmal stellen? Ja, bitte. Du meintest, dass du Leute kennst, die jetzt Jesus als Gott bejahen und also Jesus als Gott sehen und aber dann irgendwie vom Glauben abgefallen sind. Meinst du dann, meinst du Sünden damit? Weil ich meine, jeder macht Sünden von abfallen. Uns. Also abfallen. Von Dämonen dann besessen worden sind. Ja, aber wenn man, sagen wir mal, wiedergeboren ist als Christ oder sag mal, Jesus als Gott sieht, kann man dann immer noch vom Glauben abfallen sozusagen? Nein, nein. Ein Wiedergeborener nicht, aber es gibt falsche 50er, die sich hineingeschlichen haben. Wie ist man denn wiedergeboren? Das wäre jetzt meine Frage. Was, also, das kann nur Gott und dein Geist. Also, und der Heilige Geist, der in dir ist, wenn du wiedergeboren bist, sagen. Weil von außen kann ich dich nicht, wenn du die Lehre